So Leute, da bin ich wieder und ich weiß, heute Morgen hatte ich schon mal ein Shop-Video, aber ich würde sagen, zwei Shop-Videos sind immer besser als eins, denn um 15 Uhr, also in 10 Sekunden, kriegen wir den neuen Shop. Denkt dran, wenn ihr mich supporten wollt, gern mein Quertercode benutzen, yt-familyhack. Grüße gehen da raus. Ich bin gespannt, ob Travis Scott reinkommt und... Ich sehe keine Veränderung. Was hat sich verändert? Hä? Bis jetzt derselbe Shop wie heute Morgen. Die kamen jetzt rein. Ernsthaft jetzt. Gut, die She-Skins kamen rein. Die kamen rein. Cypress Nell kam wieder rein. Schlukus ist wieder drin. Oh wei. Oh wei. Da werden einige sauer sein. Das war's jetzt. Oh je. Ich entschuldige mich jetzt schon mal fürs Thumbnail, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht so erwünscht war bei den meisten. Weil wer zum Teufel braucht denn jetzt Rot versus Blau? Ich meine, klar, wir haben Rot, viele rote Skins. Oh, der ist aber nice. Da, eieieiei. Ach Gott, aber ich glaube, das wollten die wenigsten von euch haben. Aber warum Rot versus Blau? Gibt es dafür einen Trailer oder es wurde eigentlich gar nichts angekündigt? Ah, da ist für alle Stile, beide Stile, die waren heute Morgen schon drin. Also ich sag jetzt schon, es tut mir leid für die Leute, die wirklich dachten, es käme Travis Scott in den Shop. Eieieiei, wir gucken mal gerade, ob wir auch noch was anderes zufällig bekommen haben. Was bei Neuigkeiten? Nein, aber dafür kann es auch sein, dass ich kurz rausgehen muss und wieder neu reingehen muss. Also ohne Quatsch, ich habe mir fast schon gedacht, dass Travis Scott nicht reinkommt, aber es hat mich halt gewundert, dass sie halt wirklich hingehen und mitten, also was heißt mitten in der Woche, wir haben ja Ende der Woche, aber dass sie dann einfach den Shop wechseln, beziehungsweise um 15 Uhr eine Shop-Änderung ist, aber ich muss euch wirklich enttäuschen. Es gibt keinen Travis Scott. Das große Tara war jetzt quasi Rot versus Blau. Wir gucken trotzdem mal gerade durch. Wir haben Cloak Shadow mit drin. Dann ein blutroter Speer, rote Verteidigerin, glitzernde Streiterin, strahlender Stürmer. Klar, es sind jetzt die OG-Skins da. Ja, aber ich glaube, die meisten wollten dann doch lieber Travis Scott haben. Tut mir halt wirklich leid. Oh, das ist auch ein schöner Skin. Da war ich wahrscheinlich noch nicht aktiv, wirklich. Habe ich ihn schon gar nicht gesehen. So, was haben wir noch da drin? Versa, gut, den habe ich ja wegen dem Paket. Wieso habe ich die Variante nicht? Ich habe nur die blaue Variante, ne? Ja. Und dann Ether. Ja, ist wieder so Geschmackssache-Ding. Und dann ein Tech-Turbine. Dann die Abtrünnige ist da. Wilder Kanonier. Auch nicer Skin. Dann, ja, Versa hatten wir schon. Dann, was haben wir jetzt im Team Blau? Der Astra-Skin wieder. Ah, das ist auch so ein Geschmacksding. Und dann Schlenky. Warum werden hier alle Skins von hinten angezeigt? Dann Skiprofi. Da muss ich direkt an Leo denken. Grüße gehen raus. Und dann natürlich Piston Champion. Ja, das Problem ist, ich habe gerade den PlayStation 5-Controller angeschaut. Warte, ich hole den mal gerade raus. Weil ich bin den noch am Einstellen. Der kam nämlich gerade eben mit der Post. So, Schlukus ist wieder drin. Ist eigentlich auch ein geiler Skin, aber ist einfach zu breit. Und dann haben wir Doppelzapfer mit drin. Cypress Nell. Dann Meteoritenraser. Einsatzleiterin auch wieder zurück. Und dann Bravo Team, quasi die männliche Variante davon. Ja, ich sage so, die Skins sind nicht schlecht, aber ich weiß, die meisten von euch wollten halt wirklich lieber was anderes haben. Aber da wurden wir ein bisschen getrollt, würde ich fast behaupten. So, ich hoffe es trotzdem. Danke an alle, die supportet haben. Danke an alle, die es schon wussten, haben trotzdem das Video geguckt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Ich gucke jetzt mal hier mit meinem PlayStation 5 Controller wieder rum, weil der macht mir ein bisschen Zicken, in Anführungszeichen. Euch noch viel Spaß beim Leveln. Denkt dran, wenn ihr euch was gönnt, ihr gerne meinen Creator-Code benutzen, yt-familyhack. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und sorry nochmal, aber ich kann leider nichts dafür. Also haut rein.